Qingdao ist eine Küstenstadt im Osten Chinas. In Deutschland kennen wir sie meist unter der eingedeutschten Bezeichnung Qingdao. Es ist eine junge und sehr dynamische Stadt, in der östliche und westliche Kultur aufeinandertreffen und ineinander übergehen. Eine der ersten Assoziationen, die der Name Qingdao normalerweise sowohl in China wie in Deutschland weckt, ist natürlich das Bier. Doch Qingdao ist weit mehr als nur die Stadt des Bieres. Sie steht ebenso für Musik, Film, Hochtechnologie und Ökologie. Ich bin im Jahr 1989 zusammen mit meiner Frau zum ersten Mal in Qingdao gewesen, habe die Stadt damals schon schätzen und kennengelernt, bin in vielen Teilen der Welt herumgekommen, weil hier die Herzlichkeit, die Freundlichkeit der Menschen ganz oben auf der Tagesordnung steht. Gleichzeitig war Qingdao Zeuge vieler historischer Veränderungen in China. Und so finden sich heute Gebäude von 24 Ländern in der Stadt. Die spiegelt wieder den europäischen Architekturaustausch von 2000 Jahren. Und das kann man an den einzelnen Elementen zeigen. Wir befinden uns hier an der Flanke des Signal Hill in der Drachenbergstraße 26, der ehemaligen Residenz des Gouverneurs von Xiaozhou, in der zwei deutsche Gouverneure lebten, Oskar von Truppel und Alfred Meyer-Waldeck. Heute ist die ehemalige deutsche Gouverneursresidenz ein Museum. Es ist ja ein Museum und es hat die erstaunliche Zahl, die uns genannt wurde, von 500.000 Besuchern pro Jahr. Das gibt es in keinem deutschen Museum, solche Zahlen können wir halten. Die Gouverneursresidenz ist ein unverwechselbares Gebäude mit europäischem Flair und Spuren der Geschichte. Gleichzeitig wurden Holz, Stahl, Glas, Fliesen und Farbe aus Deutschland importiert. Der Granit der Fassade, der das gesamte Gebäude prägt, stammt aus dem Laoshan-Gebirge in Qingdao und wird fantasievoll Pilzstein genannt. Eine Verschmelzung, die man sehen kann, das ist das Symbol des Drachen. Und der ist ja oben deutlich zu sehen. Der Turm ist mit chinesischen glasierten Ziegeln gedeckt. Und das Dach ist eine direkte Anlehnung an die traditionelle chinesische Spitzdachform, die an die Ecktürme der verbotenen Stadt erinnert. Im August 1911 trat Alfred Meyer-Waldeck als die Nachfolge von Truppels an und bezog mit seiner Familie die Residenz in Qingdao. Und wir haben unsere Erinnerungen eigentlich an ihn aus den Erzählungen sowohl von unserer Großmutter, seiner Ehefrau, als auch von unserer Mutter, die 1908 mit einem Jahr nach Qingdao gekommen ist und dann dort für 6 Jahre gelebt hat. Und unten gab es ja diese offizielle Etage mit dem großen Empfangssaal, der großen Halle und oben der Galerie. Ist ja zum Teil noch in der Residenz, sind die alten Möbel noch erhalten, der alte Blüthnerflügel steht noch da. Es gab ja in dem Ballsaal einen Bereich, wo Musiker standen, die für die Bälle dann musizieren mussten. Der Flügel steht heute noch da und das haben wir dann wieder gesehen. Es gab ganz Es ist nicht von ungefähr, dass sehr viele deutsche Touristen in den letzten Jahren nach Qingdao gekommen sind, sich auch Qingdao angesehen haben. Ich höre das immer wieder von Menschen aus unserer Region, aus unserer Stadt, die in Qingdao waren und mir das erzählen und natürlich diese alten deutschen Häuser und auch den Gouverneurspalast betrachtet haben und gesehen haben. Die Erkenntnisse, die wir von unserer Großmutter und unserer Mutter schon über China erhalten hatten. Ich würde gerne nochmal besuchen,
das berühmte Zollmuseum. Ich würde sehr gerne das Postmuseum nochmal besuchen und sehr gerne nochmal das Verkehrsministerium, das Verkehrsmuseum besuchen. Alle drei Museen sind eigentlich Zeugnis einer unglaublich intensiven Entwicklung der Stadt Qingdaos. Hat Qingdao, sie zog in besonderer Weise Gelehrte und Literaten der Republik China an, dort zu leben. Das heutige Qingdao bezieht sich auf diese Historie und verpflichtet sich dem Motto Vielfalt, Offenheit und Toleranz. Qingdao erzählt damit seine neue Geschichte, die sich gleichzeitig auf ihr historisches Erbe bezieht.